Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Besucher! Als der Finanzminister gestern den Haushalt 2024 dem Parlament vorgelegt hat, sagte er, dass wir wieder wachsen müssen, um weiter führend in der sozialen Absicherung zu sein. Von welchem Land spricht der Minister? Tatsächlich befindet sich unsere soziale Absicherung schon seit Längerem im Sinkflug. Das gilt besonders für die Rente. Arbeitsminister Heil brüstet sich zwar damit, dass er das deutsche Rentenniveau mit einem neuen Gesetz festschreiben will, nämlich bei 48%. Der EU-Durchschnitt für das Rentenniveau liegt aber um 40% höher. Die Dramatik zeigt sich im Vergleich mit Österreich. Ein Rentner bekommt dort nach 45 Arbeitsjahren durchschnittlich 2.600 Euro. Das sind fast 1.100 Euro mehr, als ein vergleichbarer deutscher Rentner bekommt. Auch Belgier, Dänen, Finnen, Isländer, Franzosen, Italiener und so weiter bekommen deutlich mehr Rente aufs Konto bei gleicher Arbeitsleistung. Dort kann man noch vernünftig von der Rente leben. Nicht so in Deutschland, wo mehr als 40% der Rentner nur ihre kleine Rente als Alterseinkommen haben. Wo bleibt da der Respekt, meine Damen und Herren von der Regierungsbank? Der Respekt für die eigenen Bürger, die unseren Wohlstand erarbeitet haben, den sie gerade zerstören. Auch der Respekt vielleicht für die Bürger oder die Rentner mit Fremdenpass. Auch deren Renten sind verdammt niedrig. Sie liegen weit unter der Grundsicherung und müssen mit Steuergeld aufgefüllt werden. Also die Annahme, dass die Einwanderer mal unsere Renten zahlen, die ist schlicht verwegen. Sie verdienen ja nicht mal ihre eigenen. Ich gebe Ihnen aber einen Tipp, wie Sie die Renten zumindest ein wenig aufbessern können, nämlich indem Sie endlich die versicherungsfremden Leistungen komplett aus der Steuerkasse zahlen. Wenn Sie das umsetzen, hat jeder Rentner im Jahr fast 1.800 Euro mehr. Das wäre doch endlich mal ein vernünftiger Inflationsausgleich. Können Sie sich ein bisschen beliebt machen, hätten Sie dringend nötig. Und noch ein kleiner Hinweis. Die Rente ist bis auf die eben genannten versicherungsfremden Leistungen keine Sozialleistung von Staates Gnaden. Sie ist eine Versicherungsleistung, für die die Bürger hart gearbeitet haben. Sie hat sich im Übrigen auch gut verzinst, mit 3% in den letzten Jahren deutlich besser als in der privaten Rentenversicherung, weshalb auch viele Beamte freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen, trotz ihrer eigenen hohen Pensionserwartung. Es ist also ein gutes System. Es wird nur schlecht gefüllt. In einem Bereich ist Deutschland tatsächlich führend, nämlich in der Absicherung von illegalen Migranten. Die meisten von ihnen landen sehr schnell im Bürgergeld, das sich spätestens seit dem Ukraine-Krieg zu einem echten Einwanderungsmagneten entwickelt hat. Es wurde erst letzten Januar um 12% erhöht und im nächsten Jahr wird es wieder um 12% erhöht. Die meisten Bürgergeldempfänger arbeiten nicht. Viele von ihnen haben tatsächlich noch nie gearbeitet. Und trotzdem werden ihre Einkommen innerhalb von 13 Monaten um 25% erhöht. Da ist es doch kein Wunder, dass es zwar immer noch mehrere Arbeitslose auf eine leere Stelle gibt, auf eine freie Stelle, dass sie aber trotzdem nicht besetzt werden kann. Nicht mal einfache Helferjobs. Also auch hier rate ich Ihnen dringend mal, den Fehler zu suchen. Wir haben ihn gesucht und mit der aktivierenden Grundsicherung beantwortet, die klarstellt, dass Arbeitsfähige einen Job auch annehmen müssen. Und dass Einwanderer Leistungen nur noch über eine Debitkarte beziehen können, was das Bürgergeld weniger attraktiv macht. Es gibt keine Auslandsüberweisung mehr. Das ist aus unserer Sicht auch dringend notwendig, damit unsere Sozialsysteme sicher bleiben. Die Rente ist übrigens im gleichen Zeitraum, in dem das Bürgergeld um 25% erhöht worden ist, gerade mal um den halben Prozentsatz erhöht worden. Und auch das zeugt nicht gerade von Respekt für unsere Rentner. Wir aber haben uns die Mühe gemacht und den Fehler in Ihrer Rentenpolitik gesucht. Und wir haben ihn auch gefunden. Deswegen können Sie sicher sein, dass wir auch in der Rentenpolitik eine echte Alternative bieten werden. Das Wort hat die Staatsministerin beim Bundeskanzler Claudia Roth.
Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat jetzt das Wort, denn in diesem Etat wird traditionell auch die Kultur mit bedacht. Kreativität, Fortschritt, Freiheit, Offenheit, Menschlichkeit, all das ist Kultur, ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Als ich an dieser Stelle meine erste Haushaltsrede als Staatsministerin für Kultur und Medien hielt, war der Krieg gegen die Ukraine einen Monat alt. In der Zwischenzeit sind 560 Tage und Nächte brutalen Tötens und systematischen Zerstörens vergangen. 1,5 Jahre Krieg gegen die Ukraine, Krieg gegen eine offene und demokratische Gesellschaft, Krieg gegen ihre Kultur. Aber wir sind nicht machtlos, wir sind nicht schwach. Unsere Stärke hat Namen, Freiheit und Solidarität. Es ist das Privileg von DemokratInnen, anderen im Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung zur Seite zu stehen. Und genau das tun wir. Als Kulturstaatsministerin kämpfe ich für die Kultur und ebenso für die Kultur der Demokratie, heute mehr denn je. Denn es geht um die Freiheit der Kunst, um die Freiheit der Kreativität. Eine offene Gesellschaft lebt von Kreativität, lebt von widerstreitenden Ideen. Und dafür brauchen wir die Vielfalt der ganzen Gesellschaft. Brauchen wir Diversität, brauchen wir Respekt und Wertschätzung füreinander. Eine solche Kulturpolitik wird auch Widerspruch aushalten können und aushalten müssen. Unbedingt dazu gehört Teilhabe. Teilzuhaben an kulturellen, an gesellschaftlichen, an politischen Entwicklungen und Entscheidungen. Das ist die demokratische Kulturpolitik, für die wir stehen. Teilhabe, das bedeutet Barrieren niederreißen und rein ins Leben. Und das wollen wir gerade für die junge Generation. Wer ins eigenständige Leben startet, will sich umtun, will ausprobieren, will kennenlernen. Und das will der Kulturpass allen ermöglichen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Und er ist jetzt schon ein Erfolg. Es haben sich viele, viele, viele Tausende Nutzer und Nutzerinnen registriert. Und diesen Erfolg wollen wir gemeinsam fortsetzen. Und dafür werbe ich bei Ihnen. Ja, die Rahmenbedingungen, sie sind schwierig, gerade auch für die Kultur. Doch wir haben als Bundesregierung unter widrigen Bedingungen viel erreicht für die Kultur. Auch dafür geht mein Dank an den Finanzminister. Wir haben gelernt und gehandelt. Eine Lehre aus der Corona-Zeit war, dass hervorragende zivilgesellschaftliche Engagement gerade der freien Kulturszene zu stützen. Und deswegen haben wir die Förderung der Bundeskulturfonds auf fast 35 Millionen Euro heraufgesetzt. Wir sorgen für Kontinuität und Stabilität bei unseren Einrichtungen. Denn gerade in Zeiten der Unsicherheit sind öffentliche Kulturinstitutionen Orte der Begegnung, Orte der Vergewisserung, Orte des Austauschs und der Vielfalt, geschützte Räume. Sie sollen Leuchttürme sein, die den Weg in eine gute Gesellschaft weisen. Neben vielen anderen Einrichtungen wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zusätzlich 4 Millionen Euro für den Betriebshaushalt in ihrem wichtigen und notwendigen Reformprozess begleitet und gefördert. Wir stärken die Deutsche Welle in ihrem Kampf gegen Desinformation und Propaganda mit zusätzlichen 10 Millionen Euro. Und wir stellen sicher, dass die Kulturstiftung des Bundes der wichtige kreative Anker in unserem Land bleibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kultur ist auch Erinnerung. Ohne Erinnerung gibt es keine Kultur, sagt uns Elie Wiesel. Keine Zivilisation, keine Gesellschaft
und keine Zukunft. Und deswegen bauen wir die Förderung der unverzichtbaren Arbeit der Gedenkstätten aus. Wie unverzichtbar das ist, wird gerade in diesen Tagen deutlich. Es geht darum, Verantwortung zu erkennen, Verantwortung anzunehmen. Es geht nicht um Abbitte und Absolution. Nur wer auch in die Abgründe der eigenen Geschichte blickt, wird die Herausforderungen der Gegenwart erkennen. Und das sage ich mit Blick auf die aktuelle Debatte um die Reform der beratenden Kommission, der sogenannten Limbach-Kommission. Hier wollen wir deutlich weitergehen, als die Vorgängerregierungen das getan haben. Denn es geht um faire und gerechte Lösungen vor dem Hintergrund des Menschheitsverbrechens der Shoah. Zur Erinnerungskultur, für die wir uns unvermindert intensiv einsetzen, und das ist ein echtes Herzensanliegen von mir, gehört selbstverständlich auch die Auseinandersetzung mit dem SED-Unrecht. Und wir widmen uns verstärkt unserer kolonialen Vergangenheit und den blinden Flecken in unserem kollektiven Gedenken daran. Aber erinnern müssen und wollen wir auch an die rassistischen Mordtaten der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. Vom Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim in München 1972 über Hoyerswerda, über Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, den NSU, die Anschläge von Halle und Hanau und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zieht sich die Spur des rechtsextremen rassistischen Terrors durch Deutschland. Wir könnten nicht von Erinnerungskultur sprechen, würden wir diese Taten, würden wir diese Opfer verschweigen. Das ist moderne Erinnerungskultur in einer Einwanderungsgesellschaft, aus der eine bessere gemeinsame Zukunft wachsen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine der größten Herausforderungen, vor der wir weltweit stehen, ist die Klimakrise. Wir sehen sie in den letzten Stunden, die dramatischen Ereignisse in Griechenland. Die Klimakrise, sie wird mehr und mehr zur Überlebensfrage dieses Jahrhunderts. Es geht uns daher auch darum, auch in der Kulturpolitik, die Rahmenbedingungen für eine Kultur der Nachhaltigkeit, für eine Ästhetik der Nachhaltigkeit zu schaffen. Denn die Klimakrise, sie geht uns alle an. Und ich bin sehr froh und es ist sehr gut, dass die Anlaufstelle Green Culture jetzt ihre Arbeit aufnimmt. In einer Zeit, die geprägt ist von Krisen, von Konflikten, von Krieg, braucht es Kunst und Kultur mehr denn je. Kunst und Kultur sind kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leisten kann. Sie sind die Stimme, sie sind der Sound unserer Demokratie. Und deswegen bitte ich Sie um Unterstützung für unseren Haushaltsentwurf. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Thomas Hacker für die FDP-Fraktion. Und Thomas Hacker ist der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal hat man den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, die auseinanderzufallen droht, in der Einzelne glauben, nur laut genug schreien zu müssen, um Recht zu bekommen. Eine Gesellschaft, in der uns Ausgrenzung, Diffamierung, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus leider täglich begegnen. Eine demokratische Gesellschaft, die immer intensiver um ihre Zukunft ringt und doch eigentlich nur ihren inneren Zusammenhalt sucht. Das Zaubermittel, diesen Zusammenhalt zu stärken, finden wir überall dort, wo Menschen zusammenkommen, miteinander neue Lebenswirklichkeiten entdecken, dort, wo sie sich kreativ entfalten können und wir als Gesellschaft im Ganzen zum Nachdenken und Miterleben eingeladen werden. Es ist die Kultur, die uns Menschen zusammenbringt. Zu Recht können und wollen wir nie auf sie verzichten.
Daher ist es unsere politische Verantwortung, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um das Fundament unserer Gesellschaft zu stützen und zu festigen, gerade in Zeiten großer Polarisierung. Die Ampelkoalition ist aus tiefer Überzeugung mit ihrem ehrlichen Bekenntnis zu Kultur und Medien angetreten. Wir wollen Kultur für alle und mit allen ermöglichen. Klar ist aber auch, gesellschaftlicher Aufbruch und neue Debattenräume erschaffen sich nicht aus gutem Willen allein. Sie brauchen eine richtige, auch eine finanzielle Basis. Wir Freien Demokraten legen auf eine zielgerichtete Förderung, die nachhaltige Stärkung von kultureller und medialer Vielfalt voranbringt. Zu Recht weist es sogar der Deutsche Kulturrat darauf hin, eins fehlt im Kulturbereich immer, Geld. Es gibt stets mehr künstlerische Ideen und Vorhaben als Mittel, um diese realisieren zu können. Nach einer Zeit vieler krisenbedingter Sonderprogramme, die fast alle sicher auch ihre Berechtigung hatten, müssen wir aber in den haushaltspolitischen Normalzustand zurückkehren. Es ist richtig, der Staat muss mit dem Geld auskommen, das zur Verfügung steht. Gleiches gilt für uns Bürgerinnen und Bürger. Stabilität ist nie eine Selbstverständlichkeit. Und doch schafft der vorgelegte Haushalt für Kultur und Medien in einer volkswirtschaftlich äußerst anspruchsvollen Zeit einen Mittelaufwuchs gegenüber der bisherigen Finanzplanung, ein gutes Signal. Und dafür bin ich Finanzminister Christian Lindner und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sehr dankbar. Die kulturpolitischen Schwerpunkte sind dabei wohl überlegt. Die Kreativwirtschaft ist nicht nur hierzulande zu einem riesigen, zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor herangewachsen und wird doch noch oft unterschätzt. Wir werden Start-ups und Künstlerinnen und Künstler dabei unterstützen, innovative Ideen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Neue gezielte Förderprogramme erleichtern den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten. Made in Germany als internationaler Maßstab für höchste Qualität gilt nicht nur für Maschinen, Präzisionsinstrumente oder Autos, sondern gerade für die Ideen und Produkte aus den Games-Laboren, Ateliers und Coworking-Spaces dieser Republik. Unser kulturelles Erbe ist ein kostbares Gut, das bewahrt werden muss. Der Erhalt von Denkmälern, Gedenkstätten, Museen und Archiven ist lebenswichtig, um zukünftigen Generationen einen unverbauten Zugang zu unserer Geschichte und Kultur zu gewährleisten. Und doch gilt es unserem kulturellen Erbe aller künstlerischen Sparten auch eine digitale Zukunft zu ermöglichen. Digitales Kuratieren, digitale Produktion, digitale Vermittlung und Kommunikation sind nicht nebenbei zu erreichen, sie gehören ins Zentrum unserer Anstrengungen. Nur dann machen wir unsere Kultur zukunftsfit. Kultur und Medien überschreiten Grenzen und verbinden Menschen weltweit. Deswegen werden wir die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern stärken und den kulturellen Austausch zu fördern und gemeinsame Projekte zu realisieren. Die Deutsche Welle leistet als Auslandsrundfunk hervorragende Arbeit und muss in einer sich verändernden Welt auf die neuen Realitäten reagieren. Hier werden wir eine Debatte über das Wünschenswerte und über das Mögliche führen müssen, die Stärkung der Berichterstattung, die Investitionen im Rahmen der Aufgabenplanung bis 2025 und die notwendige technische wie personelle Ausstattung kosten Geld, notwendiges Geld im Interesse unserer gemeinsamen europäischen Werte. Die widerliche bayerische Hetzplatz-Affäre und der noch viel beschämendere Umgang mit der politischen Verantwortungsträger zeigt, wie unerlässlich die erinnerungspolitische Arbeit in unserem Land bleibt. Es gibt in unserem Land immer noch Menschen, die mit Anfang 50 die Tragweite unserer historischen Verantwortung nicht greifen können oder wollen. Umso wichtiger ist, dass auch dieser Bundeshaushalt unsere erinnerungspolitische Verantwortung gerecht wird und ihre Institutionen weiter stärkt. Es bleibt dabei nie wieder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen letzten Punkt hier in dieser Debatte ansprechen. Zunächst freue ich mich, dass im Entwurf dieses Haushalts die Filmförderung stabil bleibt. Es ist absolut zu begrüßen, dass der Bundeskanzler die Zukunft der Filmproduktion in Deutschland für das kommende Jahr weitreichende Entscheidungen verspricht und auch auf die Realitäten in europäischen Nachbarländern hinweist. Eine wirksame und erfolgreiche Filmförderung werden wir erst mit einer Förderung erreichen, die auf Steueranreizen basiert. Die vor der Sommerpause vorgestellten Eckpunkte unterstützen wir. Sie sollten wir schnellstmöglich umsetzen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen, denen unser Land entgegensieht, erfordern haushaltspolitische Vernunft genauso wie starke kulturpolitische Schwerpunkte. Eins aber erfordern sie vor allem: die Rückbesinnung auf die Vorteile, auf die Kraft einer Gesellschaft, die zusammenhält, die Vertrauen in sich selbst hat und die mit Mut und Optimismus in die Zukunft geht. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frei für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, und nach diesem kleinen Kulturblock, der etwas früher heute gekommen ist als sonst üblich, jetzt quasi wieder zurück mit Thorsten Frei in das globale Generaldebatte hier im Deutschen Bundestag. Dazu gehört aber auch zum Etat des Kanzlers die Kultur. Economist geschafft, der in diesen Tagen gefragt hat, ob Deutschland abermals der kranke Mann Europas ist. Und interessant ist es ja vor allen Dingen deshalb, weil der Economist auch eine Analyse der großen ökonomischen Herausforderungen unseres Landes macht. Und ich will mal drei Punkte herausgreifen, die aus meiner Sicht hier zentral sind. Erstens, wir müssen feststellen, dass Deutschland in der Rezession steckt. Das ist ein toxischer Cocktail an unterschiedlichen Faktoren, die am Ende den industriellen Kern unseres Landes schmelzen lassen. Das müssen wir erkennen, wenn wir die nackten Fakten uns anschauen und sehen, wie Kapital flieht, wie Arbeitslosigkeit steigt und wie industrielle Produktion in unserem Land zurückgeht. Und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es hat mich schon irritiert, dass heute Morgen während der Regierungserklärung des Bundeskanzlers beispielsweise das Institut für Weltwirtschaft in Kiel die Wachstumsprognose für das laufende Jahr von minus 0,3 auf minus 0,5 reduziert hat. Und es dokumentiert einfach, dass wir gewaltige Herausforderungen haben, die wir lösen müssen. Und die sind nicht in der weltweiten Wirtschaft zu suchen, die stabil wächst, sondern die sind insbesondere in den Verhältnissen hier bei uns zu suchen in Deutschland. Und dafür brauchen wir Lösungsansätze. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, bevor ich zu den Lösungsansätzen komme. Das ist die Migration. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir in einer weiteren Migrationskrise stecken. Im vergangenen Jahr hat Deutschland mehr schutzsuchende Menschen aufgenommen als in den Krisenjahren 2015 und 2016 zusammen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass bereits im ersten Halbjahr diesen Jahres die Migrationszahlen, die Asylbewerberzahlen, um 78% gestiegen sind und wir mutmaßlich in diesem Jahr etwa 350.000 Asylanträge haben werden. Ich sage das vor dem Hintergrund, als das eine gewaltige Herausforderung ist, die ja insbesondere Gesellschaft und Städte und Gemeinden zu schultern haben. Es ist eine gewaltige Herausforderung, weil sie nichts unternehmen, um Migration zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen, sondern auf der Gegenseite alles tun, damit der umgekehrte Effekt eintritt. Und was ich ganz besonders perfide finde, wenn ich in den Haushaltsplan schaue, ist, dass Sie im Grunde genommen nichts tun, um diejenigen zu unterstützen, die die Konsequenzen und Folgen ihrer Politik auszubaden haben. Ich fand es schon bemerkenswert, dass Sie im Bundeshaushalt die Mittel für die Migrationsberatung um nahezu ein Drittel kürzen wollen für das kommende Jahr. Und es dokumentiert einfach, dass hier Wünschen und Machen nicht zueinander passt. Und da sollten Sie im Laufe der Haushaltsberatungen schauen, dass Sie da etwas mehr Konsistenz in Ihre Überlegungen bringen. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die Inflation. Darauf sind Vorredner bereits eingegangen. Es ist keine nackte Zahl, wenn unsere Währung in den letzten 3 Jahren 16,5% weniger wert geworden ist. Und Alexander Dobrindt hat insbesondere darauf hingewiesen, dass im Bereich der Lebensmittel die Inflation doppelt so hoch ist und deshalb insbesondere Familien mit kleineren und mittleren Einkommen ganz besonders gekniffen sind. Politik und erfolgreiche Politik muss sich danach ausrichten, diese Inflation zu bekämpfen, weil sie ist genau das, was Norbert Blüm einmal formuliert hat. Sie ist der Taschendieb des kleinen Mannes. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dagegen zu kämpfen. Und es ist nicht nur so, dass keine Besserung in Sicht ist. Im Gegenteil. Der Bundesgesundheitsminister kündigt ja bereits an, dass die Krankenkassenbeiträge steigen sollen. Das führt dazu, dass die Sozialabgabenquote erstmals wieder über 40% steigt und damit den traurigen Rekord von vor 20 Jahren einstellt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind genau die Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Das ist das, was die Menschen in unserem Land beschäftigt. Rezession, Inflation, Migration, das sind die Themen und nicht die Themen, die Sie zum Mittelpunkt Ihrer Politik machen. Der Bundeskanzler hat vorher in seiner Rede darauf hingewiesen, dass wir uns um die richtigen Themen kümmern müssen. Aber genau das passiert doch überhaupt nicht. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, warum die Weltwirtschaft wächst und Deutschland das einzige Industrieland ist, das schrumpft, dann müssen wir uns doch mit den Ursachen auseinandersetzen. Und dazu gehören die weltweit höchsten Energie- und Strompreise. Und lieber Herr Dürr, Sie haben das hier in den Raum gestellt, dass Sie sagen, lasst uns doch die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum senken. Das wäre ein 40stel dessen, was derzeit an Stromsteuer verlangt wird. Wir reichen Ihnen gerne die Hand. Lassen Sie uns das machen. Das wäre eine Möglichkeit, sehr schnell zu reagieren. Das Gleiche gilt für eine Reduktion der Netzentgelte. Das wäre etwas, was man sofort zum 1. Oktober umsetzen könnte. Und ich will Ihnen ein zweites vorschlagen. Auch darauf sind Sie im Grunde genommen eingegangen. Natürlich ist es ein Irrsinn, dass man mit verschiedenen Instrumenten die Strompreise heruntersubventionieren will, die man zuvor durch politische Entscheidungen in die Höhe getrieben hat. Und deswegen, Sie reden von der Verbreitung des Angebots in diesem Bereich, aber Sie tun nichts dafür, gar nichts, weder beim Bau der Gaskraftwerke noch bei den Speicherkapazitäten. Und erst recht fassen Sie das Eisen Kernenergie nicht an. Es war ein gravierender Fehler, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke Mitte April abzustellen. Das hat mindestens, so hat es die Wirtschaftsweise Frau Grimm ausgerechnet, mindestens zu einer Steigerung der Preise von 12,1% geführt. Das sind doch die Tatsachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und dafür haben Sie keine Angebote. Ich habe mich schon sehr gewundert, dass ausgerechnet die Frau Tröge beim Thema Bürokratieabbau und Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren so kesse Aussagen gemacht hat. Stichwort Bürokratieabbau, was ich total interessant fand. Sie haben jetzt Eckpunkte verabschiedet für die Kindergrundsicherung, was immer da auch drin steckt. Wir wissen es nicht, weil es kann ja nicht das Gleiche sein, je nachdem, ob man 12 Milliarden dafür ausgibt oder ob man 2,4 Milliarden ausgibt. Sie haben Eckpunkte gemacht. Vieles wissen Sie noch nicht darüber. Aber eines wissen Sie, dass man 500 Millionen Euro Erfüllungsaufwand dazu hat. 500 Millionen Euro zusätzliche Personalkosten sind es tatsächlich. Sie müssen 2000 zusätzliche Stellen schaffen, um diese Kindergrundsicherung umzusetzen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie digitalisieren und vereinfachen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Anstatt den Jobcentern sind zukünftig die Jobcenter- und Familienservicestellen zuständig. Und keiner weiß, wie man dieses Kuddelmuddel am Ende organisieren will. Das ist Bürokratie. Sie reduzieren nicht Bürokratie, sondern Sie schaffen zusätzliche Bürokratie. Und im Bereich der Planungs- und Genehmigungsverfahren, ja, es ist richtig, wir haben positive Beispiele. Wenn wir schauen, in welch kurzer Zeit LNG-Terminals in Deutschland geplant, genehmigt und gebaut werden konnten, dann macht es Mut für die Zukunft. Aber Sie haben doch in der Koalition darüber gestritten, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Im Bereich der Energieinfrastruktur, aber eben auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Wir sind in Deutschland überall zu langsam, überall zu träge. Wir müssen besser und schneller werden, Herr Dürr. Und deswegen geht es darum, dass wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wenn Sie da gute Vorschläge haben, wir haben auch welche. Wir können das auch zusammen machen. Wir können Deutschland schneller machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber am Ende des Tages bleibt es dabei, dass wir uns um die richtigen Themen kümmern müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir aus der Gesellschaft heraus wachsen müssen. Sie schaffen es eben nicht, anders als in Ihren Reden vorgetragen, zu trennen zwischen einer Fachkräftezuwanderung, die wir brauchen, zur Stärkung unseres Landes und der Bekämpfung der illegalen Migration auf der anderen Seite.
Das, was Sie in den vergangenen Monaten gemacht haben, war exakt das Gegenteil. Und die Folgen dieser Politik können Sie in Deutschland beobachten. Und alles, was Sie für die Zukunft planen, verspricht keine Besserung. Ganz im Gegenteil. Wenn sich europäische Länder auf Fortschritte in diesem Bereich verständigen können, ist es die Bundesregierung, die im Bremserhäuschen sitzt und europäische Verständigung an dieser Stelle verhindert. Genau so ist es. Und das sind die Themen, die wir brauchen, um unser Land wieder stark zu machen und dafür zu sorgen, dass wir in einem guten Haushalt auch die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für gutes Leben in Deutschland setzen können. Das, was Sie vorgelegt haben, ist dazu kein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Achim Post das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, man merkt an dieser Debatte, auch an der gestrigen Debatte, dass es in diesen Tagen und Wochen um was geht. Und das ist gut, dass es um was geht. Und es ist auch gut, dass sich das in großen Teilen in diesen Haushaltsdebatten und in diesen Haushaltsbeiträgen widerspiegelt. Nicht in allen, aber in den meisten. Worum geht es? Es geht auch um die richtigen Themen, um die wichtigen Themen. Wir können darüber streiten, was das ist. Ich sage Ihnen mal, was ich für wichtig halte. Es geht um unsere Städte und Gemeinden. Es geht um unseren Wirtschaftsstandort. Es geht um unseren Sozialstaat. Und ja, es geht auch um unsere Demokratie. Und in diesen Zeiten von Putins Angriffskrieg, einer sich zuspitzenden Klimakrise, sich überlappender Krisen, ist es gut, wenn man einen Bundeskanzler hat, der nachdenkt und handelt, nicht eins davon weglässt. Ist es gut, wenn man einen Bundeskanzler hat, der Garant für die Unterstützung der Ukraine ist und der Garant dafür ist, dass man alle Gesprächsmöglichkeiten und alle Möglichkeiten des Einflusses nutzt, um den Krieg zu beenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es gut, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz heißt. Und dann kommen wir mal zu den Punkten. Ich glaube, Herr Frey und auch Herr Merz, Sie haben angesprochen, wir müssen was für die Städte und Gemeinden tun. Da sind wir uns völlig einig. Ich schlage Ihnen was vor, Herrn Merz vor allen Dingen. Denn wir haben einen klaren Vorschlag, nicht nur der Sozialdemokratie, in diesem Koalitionsvertrag, der Ampel, wie man gerade den Städten und Gemeinden, die viele Altschulden haben, helfen kann. Durch einen Altschuldenfonds. Da steht die Ampel wie eine Eins. Wir brauchen aber eine Zweidrittelmehrheit. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit dafür. Das heißt, ich schlage Ihnen mal was ganz Außergewöhnliches vor. Mein Heimatland Nordrhein-Westfalen würde davon stark profitieren. Machen Sie mal was Außergewöhnliches, was Gemeinsames mit Herrn Wüst. Und stimmen Sie im Bundesrat und Bundestag für einen Altschuldenfonds. Und ich will mal ein Thema ansprechen, das ja Herr Frey ansprechen musste, nämlich Wirtschaftspolitik. Das ist bei Ihnen ja nicht vorgekommen, Herr Merz. Ja, es geht in einer wirklich schwierigen Lage um folgende große Aufgaben, um die Transformation unserer Volkswirtschaft. Und es geht darum, dass wir industrielle Fertigung hier bei uns in Deutschland behalten. Und dafür muss man was tun. Das kommt nicht von alleine, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Bundesregierung mit Olaf Scholz, mit Robert Habeck und mit Christian Lindner, die tut was mit einer aktiven Industrie-, Energie- und Wirtschaftspolitik. Glauben Sie allen Ernstes, das, was geschildert wurde, was vom Bundeskanzler geschildert wurde, was es an neuen Industrieansiedlungen gibt in Magdeburg, in Brandenburg, was es gibt im Bereich der Stahlindustrie, bei Salzgitter und bei mir in Nordrhein-Westfalen, bei ThyssenKrupp, dass das von alleine kommt. Das kommt deshalb, weil wir eine aktive Bundesregierung haben und im Übrigen auch aktive Landesregierungen, die das auch wollen, die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten wollen. Und wenn Sie dazu bessere Vorschläge haben, dann können Sie sich wieder melden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und ich will Ihnen mal eins sagen, glauben Sie allen Ernstes, dass die Konzerne, die sich hier jetzt neu in Deutschland ansiedeln, Tesla als Beispiel, Intel,
der größte Halbleiterhersteller der Welt, TSMC aus Taiwan, dass die das machen, weil sie denken, sie investieren an einem Standort und an einem Standort, wo es sich nicht lohnt. Meinen Sie, die investieren hier, weil sie glauben, das ist der kranke Mann Europas? Das ist doch alles Unfug. Die investieren hier, weil sie an die Potenziale Deutschlands glauben und weil sie an den Standort Deutschland glauben und weil sie ihr Geld verdienen wollen. Das ist es doch. Und sie werden hier Geld verdienen. Und sie werden Beschäftigung schaffen. Und was auch dazu gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann alles nur dann funktionieren. Das kann alles nur dann funktionieren, wenn es einen handlungsfähigen und starken Sozialstaat gibt. Und kein geringerer als Helmut Schmidt, nun wahrlich bekannt, nicht bekannt dafür, Sozialromantiker zu sein, hat ein Zitat gesagt: Die größte Errungenschaft der Europäer im so fürchterlichen 20. Jahrhundert ist der Sozialstaat. Und wir als Ampel, wir als Sozialdemokratie, wir als sozialdemokratische Fraktion zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern tun alles, um diesen Sozialstaat weiter zu stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld, das sind alles keine Kleinigkeiten. Und im Übrigen auch, Sie haben da vorhin darüber geredet, auch am gestrigen Tage, auch mit der Kindergrundsicherung. Seien Sie sicher, die Kindergrundsicherung kommt. Und zwar nicht als Wohltat. Das ist keine Wohltat. Das ist eine angemessene Leistung, eine notwendige Leistung für Millionen von Kindern in diesem Land, denen es bisher nicht so gut gegangen ist. Und wir werden alles dafür tun, diesen Sozialstaat weiter auszubauen. Denn das ist dringend notwendig im Bereich Gesundheit, Pflege, Krankenhäuser. Da möchte ich sehen, wer von Ihnen dagegen ist. Und wenn es ein Angebot des Bundeskanzlers gibt für einen Deutschlandpakt, dann gilt dieses Angebot für unsere Städte und Gemeinden, für den wirtschaftlichen Sozialstaat Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ganz zum Schluss. Wir müssen, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, alles tun, 75 Jahre nach dem ersten Treffen am Herrenchiemsee, wo unser Grundgesetz, ein gutes Grundgesetz, eines der besten Verfassungen der Welt erarbeitet wurde von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, alles tun, dass wir weiter in einem freien, liberalen Rechtsstaat leben, wo die Toleranz, der Respekt für alle Menschen gilt und nicht für einige wenige. Schönen Dank. Achim Post war das für die SPD-Fraktion und ihm folgt jetzt hier als nächster Marc Jong für die AfD-Fraktion. Er ist der Kultur- und Hochschulpolitische Sprecher der AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer als Abbruchkommando Deutschlands auftritt, ich übernehme Ihren Begriff sehr gern, Herr Scholz, denn er passt perfekt auf diese Bundesregierung, der muss offenbar einen hohen Aufwand an Propaganda betreiben. Auf sogenannten Green Culture Konferenzen schwört Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Kulturbranche auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Und zwar nicht nur, was den Energieverbrauch und Ähnliches betrifft, sondern, wir haben es gehört, es wird auch zur ästhetischen Auseinandersetzung mit der Klimakrise, zur Sensibilisierung des Publikums in Bezug auf den menschengemachten Klimawandel aufgerufen. Gender- und Diversity-Vorgaben in der Filmförderung sind auch bereits angekündigt. Es ist erschreckend, mit welcher Unverfrorenheit Kunst und Kultur von dieser Regierung instrumentalisiert werden. Das hat mit Kunstfreiheit nichts zu tun, Frau Roth. Das ist verordnete Staatskunst. Aber die Erfolglosigkeit der woken Netflix-Serien oder der politisch korrekten deutschen Filme zeigen sehr deutlich, was das Publikum von solcher Erziehungs- und Belehrungskunst hält, nämlich gar nichts, meine Damen und Herren. Ganz wichtiges Thema für diese Bundesregierung: sexuelle Belästigung und Gewalt. Nein, nicht auf Deutschlands Straßen am Abend, sondern in der Kultur- und Medienbranche. Der Kulturrat soll jetzt einen Verhaltenskodex ausarbeiten, zunächst zur freiwilligen Selbstverpflichtung. Aber Frau Roth drohte bereits, sollte das keine durchgreifende Wirkung zeigen, werden wir den nächsten Schritt gehen und das für alle unsere Förderungen verbindlich machen. Zitat Ende. Sprich, wer vor dem Staatsfeminismus nicht brav Männchen macht, erhält keine Fördergelder mehr. Meine Damen und Herren, man muss kein Fan
von Till Lindemann sein. Aber die Affäre Rammstein hat doch gezeigt, dass Denunziantentum und Empörungsindustrie längst freidrehen in diesem Land, nach dem Motto, erstmal mit Dreck werfen, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und diese Unkultur fördern Sie systematisch auch mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, Orwellscher Titel, wonach jetzt jeder Bürger ungestraft angeschwärzt werden kann bei eigenes geschaffenen Meldestellen. Das ist der Weg in einen totalitären Staat, meine Damen und Herren. Und die Anti-Rassismus-Beauftragte Frau Alabali Radovan will da natürlich nicht zurückstehen und fordert mehr Beschwerdestellen für die Opfer von Rassismus, wo dann fröhlich denunziert werden kann, wer zum Beispiel die falschen Ansichten zur Massenmigration äußert und sich damit als struktureller Rassist erwiesen hat. Was sagen Sie denn eigentlich zu dem Museum Zeche Zollern in Dortmund, Frau Alabali, wo Weiße an Samstagen die Kolonialismusausstellung nicht betreten dürfen, offenbar um an ihre historische Schuld aufgrund ihres Weißseins erinnert zu werden? Das ist der Rassismus, der uns heute beunruhigen muss in Deutschland. Und der geht nicht von der Mehrheitsgesellschaft aus, sondern von einer aggressiven Ideologie, der längst auch diese Bundesregierung verfallen ist. Was sehen wir sonst noch in diesem Kulturhaushalt? Aufwuchs für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja, das ist gut. Aber Verdreifachung der Mittel auf rund 6 Millionen Euro für die tiefroten soziokulturellen Zentren, deren Verbandschef die Idee einer deutschen Kultur schon mal als nationalistisch verunglimpft. Und 0 Euro für das Denkmal für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft. Sie schieben den Bau erneut auf die lange Bank, Frau Roth, das sollten Sie hier auch ehrlich zugeben. Und ein Wort noch zum Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider. Wenn Sie der Presse erzählen, die Stärke der AfD in Ostdeutschland sei eine Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft, so beweisen Sie damit nur eines, nämlich Ihre völlige Abkoppelung von der Realität, von einer Regierung, die die Industrie aus dem Land treibt und die Bürger permanent als Rassisten und Extremisten diffamiert, müssen sich die Ostdeutschen ganz sicher nicht arrogant belehren lassen. Und sie tun das auch nicht mehr. 35% für die AfD in Sachsen und 7% für die SPD sprechen eine klare Sprache. Sie sollten sich vielleicht mal überlegen, wer da als Geisterfahrer auf ihrer Sommerreise unterwegs war. Vielen Dank. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich jetzt erst zuschalten, noch mal zur Orientierung. Am zweiten Tag der Haushaltswoche debattiert der Bundestag ja seit heute Morgen um 9 Uhr in der sogenannten Generaldebatte. Formal liegt dieser Debatte der Etat des Kanzleramtes zugrunde und Bestandteil dieses Etats sind auch der Etat für die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien und auch der Etat für den Ostbeauftragten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Aussprache heute findet unter besonderen Voraussetzungen statt. Die Frage nach dem, was den Kern unserer demokratischen Kultur, unseres demokratischen Konsenses, des Zusammenhaltes der Gesellschaft ausmacht, ist in den letzten Tagen heftig diskutiert worden. Und ich finde, wir sollten heute nicht darüber hinweggehen, vor allem auch vor dem Hintergrund der Rede, die wir gerade aus den Reihen der AfD gehört haben. Mich hat in den letzten Tagen sehr beschäftigt, was Björn Mensing gesagt hat. Er ist Pfarrer und er ist Historiker an der evangelischen Kirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau vor den Toren Münchens. Und Björn Mensing mahnt vor allem eines an. Wenn man den Holocaust relativiert und abscheulichen Antisemitismus verbreitet hat und sei es mit 17 Jahren gewesen, ist es völlig inakzeptabel, sich als 52-jähriger verantwortlicher Politiker selbst zum Opfer zu stilisieren. Wer das tut und versucht, genau diese Rolle dann auch noch für sich zu vermarkten, hat die Dimension dessen, um was es gerade geht, nicht erfasst. Und wer so agiert, stellt in vollem Bewusstsein und gezielt den eigenen Populismus über die Grundfesten der Erinnerungskultur und über die Grundfesten unserer Demokratie. Und das dürfen wir niemals akzeptieren. Ich teile an dieser Stelle die Analyse des früheren CSU-Chefs Erwin Huber. Aiwanger ist nicht Trump, hat Herr Huber gesagt, und ich teile das, aber die Methoden ähneln sich verblüffend. Man nimmt erst gar nicht zur Kenntnis, dass ein Problem vorliegt. Man leugnet schlicht und ergreifend alles, was passiert ist. Man droht, man macht sich selber zum Opfer. Das sind die Methoden. All das erinnert eins zu eins
an die Methode Trump. Und ich stimme Erwin Huber auch darin zu, dass er sagt, diese Art von Politik darf in Deutschland niemals Schule machen. Das, was wir in Bayern gerade beobachten, ist brandgefährlich. Wann immer mit Populismus übergangen wird, was Antisemitisches gesagt wird, wird Menschenverachtung Schritt für Schritt ein Stück weit weiter normalisiert und verrutscht unser demokratischer Konsens. Alle Demokratinnen und Demokraten, ob hier im Haus, ob in Bayern, ob in anderen Bundesländern, sollten über die Debatte, die wir in Bayern erleben, nicht einfach hinweggehen, weil es uns alle braucht, weil es uns Grüne braucht, SPD, Linke, FDP und CDU, CSU, dass das, was wir dort beobachten, so nicht weitergeht. Wir brauchen Anstand, wir brauchen grundsätzliche Tugenden und wir brauchen ein Bekenntnis zu den Grundfesten unserer Demokratie. Und an der Stelle darf es keinerlei Zweideutigkeit geben. Der Missbrauch von Erinnerung ist weltweit zu einem Einfallstor für rechtsextremes Gedankengut geworden. Weil auf der Hand liegt, dass sich daraus, aus der Erinnerungskultur, auch das speist, was heute die Grundfeste unserer Gesellschaft sind. Wenn wir unsere liberale Demokratie aufrechterhalten wollen, wenn wir das bewahren wollen, was den meisten hier im Haus, glaube ich, viel wert ist, dann müssen wir Orte der Erinnerung an das menschenverachtende Naziregime, an die Shoah, dann müssen wir die stärken. Ich selber war vor einigen Wochen in der KZ-Gedenkstätte in Buchenwald in der Nähe von Weimar. Seit in Thüringen rechtsextremes Gedankengut in einem erschreckenden Maße Raum greift, ist dort die Nachfrage nach Führungen, ist dort die Nachfrage nach sich befassen mit dem, was damals passiert ist, enorm nach oben gegangen. Das ist das, was uns berichtet wurde. Viele Menschen wollen sich auseinandersetzen mit dem, was passiert ist. Und das gilt auch für andere Gedenkstätten. Das gilt auch für die KZ-Gedenkstätte in Dachau. Und deswegen ist es richtig, dass wir gerade an einem neuen Gedenkstättenkonzept arbeiten. Und natürlich werden wir in den Beratungen des Haushaltes auch die Erinnerungskultur mit der nötigen Aufmerksamkeit bedenken. Eine zweite Sache ist wichtig in dem Kontext. Und der Kollege Hacker hatte es sehr gut schon auf den Punkt gebracht. Wir brauchen demokratischen Diskurs. Wir brauchen ein Miteinander an allen Orten dieser Gesellschaft. Vor allem auf dem Land, in der Stadt, in den kleinen Kreisen, da, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Wer Kultur vor Ort erlebt, egal wo im Land, der erlebt auch die Gemeinschaft an diesem Ort. Die kulturelle Arbeit abseits der großen Häuser ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft von enormer Bedeutung. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Etat, der jetzt vorliegt, die Bundeskulturfonds stärken. Deswegen ist es richtig, dass wir einen Amateurmusikfonds aufgelegt haben. Deswegen ist es richtig, dass wir einen Festivalförderfonds aufgelegt haben, der gerade den ländlichen Raum ganz besonders adressiert, weil es dort diese Orte noch viel stärker braucht. Es ist richtig, dass wir die Orte der Demokratie, von denen, die wir hier sprechen, dass wir die stärken. Denn wer vor Ort Gemeinschaft in einem Chor erlebt oder in einem Theatertreff, Kollege, denken Sie an Ihre nachfolgenden Kollegen? Der wird auch ein Stück weit immun gegen das, was Populisten und Demagogen in unserer Gesellschaft wollen. Herzlichen Dank. Andreas Audretsch war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ihm folgt jetzt hier in der Aussprache, in der Generalaussprache, Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, nachdem ich ja beim letzten Mal Ärger bekommen habe, bringe ich das Zitat jetzt von Shakespeare am Anfang. Hamlet, vierter Akt, fünfte Szene, Ophelia. Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir sein können. Und das ist das, wenn man die Haushaltsdebatte bis heute verfolgt, was, glaube ich, diesem Land ein wenig innewohnt. Man will mit dem Hier und Jetzt, da will man fest verankert bleiben. Manche wollen in die 80er zurück, manche in die 50er, manche noch später. Aber die Frage, was wir alles sein können, was wir alles schaffen können, wenn wir uns denn auf einen Kurs jedenfalls dem Grunde nach einigen können, darüber reden wir gern. Wir sagen, was schlecht ist. Wir gucken im Haushalt wirklich immer nur, ja, aber da ist das passiert, da ist jenes passiert. Ich gebe das bei der CDU-CSU gerne mal als ein Beispiel. Helge Braun,
2021 im Sommer der berühmte Handelsblatt-Artikel, als die CDU gezeigt hat, wie sich denn dann wirklich mit der Schuldenbremse, hat gesagt, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Da wusste er dennoch nichts von dem Angriff auf die Ukraine. Und was schafft jetzt diese Koalition, jedenfalls was schafft dieses Kabinett? Es legt einen Haushalt vor, in dem die Schuldenbremse eingehalten wird, weil wir eben mehr können, als manche Konservative glauben, dass es so wäre. Und das ist der Unterschied zwischen konservativer Politik und einer modernen Politik, so wie wir sie betreiben. Und wer das anders sieht, wenn ich das Aufjaulen dann schon wieder von der rechten Seite hört, der muss dann auch mal konkrete Vorschläge machen an der Stelle, wie er es denn haben will. Will er den Sozialstaat über Bord werfen? Will er die Nachhaltigkeit über Bord werfen? Will er unser Wirtschaftssystem über Bord werfen? Die Lösungen, und das ist das Schöne an Haushaltspolitik, lassen sich immer konkret nachrechnen und nachschauen. Und das ist das, worauf wir nach meiner Meinung achten müssen. Warum sind dann Schulden so schlimm? Ja, da gibt es ganz viele, die uns immer sagen, ja, Japan hat ja 240% des Bruttoinlandsprodukts als Schulden und andere auch mehr. Jetzt stellen wir das mal an die Seite und stellen uns nur vor, unsere Vorgängerinnen und Vorgänger hätten die Hälfte der Schulden gemacht, die wir jetzt haben, weil sie nachhaltiger gewesen wären, weil sie sich früher überlegt haben, sich von alten Dingen zu trennen. Ich sage das als jemand, der aus einer Steinkohleregion kommt und überlegt, was haben wir da an Milliarden ausgegeben und was hätten wir für Chancen gehabt, wenn wir früher, ich denke da an die Frage, was der Fraktionsvorsitzende der SPD gesagt hätte, Leute, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und dann hätten wir, wie viel weniger Zinsen müssten wir zahlen? 20 Milliarden Euro weniger Zinsen. Und dann überlegen Sie mal, was 20 Milliarden Euro weniger Zinsen für den Haushalt bedeuten würden, einen theoretischen Überschuss, den ich übrigens gar nicht haben will, weil meine Fraktion, die FDP, klar sagt, eine Schuldenbremse erlaubt ein gewisses Maß von Verschuldung, um Investitionen in die Zukunft zu machen. Und weil ja nachher auch noch meine Kollegin Radomski als Bildungspolitikerin von der CDU-CSU redet, merke ich schon, wie ihnen ähnlich geht. Was könnte man alles für Bildung, was könnte man alles für Forschung tun, was könnte man alles für Zukunft tun? Und das leitet mich zu dem Punkt, um den es uns eigentlich gehen muss und den wir als Haushälter, auch wenn wir wenig darüber reden, immer als den Kern von Bedrohung, aber auch von Chance für Haushalt sehen. Und das ist der Arbeitsmarkt. Denn wir können alle möglichen Dinge sparen oder mehr ausgeben oder Sonstiges tun. Auf Dauer wird ein Haushalt, wird eine Nation, wird Europa nur funktionieren, wenn es qualifizierte Arbeitsplätze hat, egal ob es akademische sind oder nicht akademische. Und das muss die Aufgabe sein. Und da komme ich dann, wenn wir über das Thema Arbeitsmarkt reden. Zwei Dinge machen einen Arbeitsmarkt in Zukunft aus. Die Qualifikationen, die wir selbst für uns tun, und die Frage der Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen. Tut die CDU-CSU irgendwas für Qualifizierung bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern? Ich höre da wenig. Ich kann auch keine Länderinitiativen erkennen. Jetzt schlägt der Bundeskanzler einen Deutschlandpakt vor, zu dem übrigens auch gehört der zweite Teil für moderne Arbeitsplätze, nämlich Investitionen. Ein Arbeitsplatz, ein moderner, der Zukunft hat, kann nur existieren, wenn auch investiert wird. Und welche Partei sagt als erstes, also Wachstumsbeschleunigung durch Investitionen, Anreize, Vertrauen, dass die Arbeitgeber mehr investieren, das machen wir nicht. Und dann habe ich mit großem Interesse, er ist jetzt leider nicht mehr da, ist aber auch okay, gehört, wie Herr Merz gesagt hat, wie er sich vorstellt, wie er seine Sparpläne macht. Indem er nämlich gesagt hat, die Länder und die Kommunen, da machen wir viel zu viel, da sparen wir ein. Erstens, die müssen dann die Aufgaben selber wahrnehmen, was vielleicht auch gut wäre, weil sie nämlich mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Zweitens, dann bin ich auf die Nagelprobe gespannt. Der Bundeskanzler hat die Chance gegeben, aber ich bin auf die Nagelprobe gespannt für Herrn Merz bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Schafft er es, die CDU-CSU-Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dazu zu bringen, Investitionen in moderne Arbeitsplätze zu ermöglichen? Oder ist das hier nur eine große Show gewesen, die am Ende nicht dafür sorgt, dass Arbeitsplätze entstehen, die für mehr Steuereinnahmen sorgen, die dafür sorgen, dass die sozialen Sicherungssysteme gut werden und so weiter und so weiter? Ich bin gespannt und ich weiß, Herr Dobrindt, aus Bayern kann ich da nichts erwarten. Das ist dann irgendwo vielleicht wieder ganz nett, aber schauen wir mal. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wenn wir diese Haushaltsberatungen gut machen wollen, dann sollten wir sehen, nicht nur wer wir sind, sondern was wir alles sein können. Herzlichen Dank. Sagt Otto Fricke, der Haushälter der FDP-Fraktion. Ja, und die Frage der Schuldenbremse, die ja in diesem Haushalt für 2024 wieder eingehalten werden soll, nach
ausgesetzter Schuldenbremse in den vergangenen Jahren wegen Corona und wegen des russischen Angriffskriegs und den Auswirkungen. Die Schuldenbremse wird eingehalten, sofern es nach Bundesfinanzminister Lindner geht. Es gibt eine Neuverschuldung, die vorgesehen ist, zumindest im Entwurf von 16,6 Milliarden Euro. Das wäre noch im Rahmen der Schuldenbremse. Dabei gehört diese mit 1,8 Millionen Beschäftigten zur drittgrößten und wachstumsstärksten Wirtschaftsbranche. Doch im ganzen Wachstumschancengesetz, und das ist 300 Seiten lang, findet sich kein einziges Wort zur Kulturwirtschaft, obwohl der Beauftragte für die Kreativwirtschaft direkt im Wirtschaftsministerium sitzt. Doch das ist nicht das einzige Problem der Kulturszene. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unsere Kultureinrichtungen und Kunstschätze besser vor Angriffen und Katastrophen geschützt werden müssen. Wir als Union haben das immer wieder betont. Bei der Bundesregierung ist diese Forderung nicht angekommen, denn im aktuellen Gesetzentwurf zum Schutz kritischer Infrastruktur wird die Kultur als nicht relevant eingestuft. Während in Berlin für 450 Millionen Euro ein neues klimafreundliches Museum der Moderne gebaut wird, fehlt es an ausreichend Sicherheitsräumen zur Verwahrung von unseren national wertvollen Kulturgütern. Und nun zum Haushalt. Ein Blick in den Haushalt offenbart 6 Millionen Euro Kürzung bei der Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft. 15 Millionen Euro Kürzung bei der Serienproduktion. Dabei ist der Filmstandort Deutschlands schon heute nicht mehr wettbewerbsfähig und steht auf der Kippe. Auch die Computerspielbranche sieht den Standort Deutschland in Gefahr, wenn an den massiven Kürzungsplänen von ca. 20 Millionen Euro festgehalten wird. Als wäre das nicht schlimm genug, stellen Sie sich, Frau Staatsministerin Roth, heute hier hin und verkünden die Erhöhung des Kulturhaushaltes. Doch in Wahrheit gehen Sie an die Substanz der Bundeskultur und kürzen hintenrum, nämlich bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln. Und die sind das Fundament der Kultureinrichtungen. Konkret heißt das zum Beispiel Millionenkürzungen bei langjährigen Projekten bei der Deutschen Nationalbibliothek, der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Geschichte in Bonn. Führen Sie uns also nicht in das Licht, sondern spielen Sie wenigstens mit offenen Karten. Das macht es nicht besser, aber ehrlicher. Sie kürzen eine Kultur, und das ist erstmals seit 18 Jahren. Mit uns hat es als CDU/CSU noch nie gegeben. Im Gegenteil, es gab einen jahrelangen Konsens, überparteilichen Konsens, wonach an der Kultur nicht gespart wird. Das schafft die Ampel ab. Die Bundeskultureinrichtungen brauchen Verlässlichkeit und eine ausreichende Finanzierung, um ihren Kernauftrag zu erfüllen. Das ist uns als Union wichtig. Das ist seriöse Kulturpolitik. Stattdessen spendiert die Ampel 100 Millionen Euro für Symbolpolitik, für den Kulturpass für 18-Jährige. Obwohl die Mittel in diesem Jahr noch gar nicht abgeflossen sind, wird schon mal vorangestellt, dass es eine Verlängerung im nächsten Jahr geben soll. Klar, das ist nice to have, das ist ein süßes Bonbon. Aber Sie investieren in die Kür und sparen an der Pflicht. Weder für das Mahnmal für die Opfer von Kommunismus noch für das Forum von Opposition und Widerstand sind im Haushalt Gelder eingestellt. Beide Vorhaben wurden hier mit breiter Mehrheit, auch von uns, hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Geld für die freie Theaterszene ist hingegen reichlich da. 20 Millionen Euro. Übrigens war das schon immer eine Kernforderung der Grünen. Aber es ist keine Pflichtaufgabe des Bundes. Hier wird offensichtlich Parteipolitik, Klientelpolitik gemacht. Und noch ein Punkt zum Abschluss. In den Haushaltsberatungen müssen diese Fragen alle natürlich geklärt werden. Aber bemerkenswert ist, dass die Ampel im Kulturausschuss für die Haushaltsberatungen eine nicht öffentliche Sitzung beantragt hat. Dabei fordern Sie doch immer die Transparenz. Was haben Sie zu verbergen? Wir als CDU/CSU werden die Beratungen nutzen, um die Mittelkürzungen und Unklarheiten aufzudecken, und wir werden sie den Betroffenen mitteilen. Danke.
Christiane Schlenderlein war das für die Unionsfraktion. Ja, fast alle Ressorts müssen im Haushalt 2024 oder sollen sparen. Es kann natürlich an der einen oder anderen Stelle noch was verschoben werden in den parlamentarischen Beratungen. Aber außer dem Verteidigungseinzelplan und beispielsweise auch bei Verkehr und Digitales gibt es Einschnitte in fast allen Ressorts, eben auch beim Kanzleramt und bei der Beauftragten für Kultur und Medien. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es läuft die Generaldebatte in der Haushaltswoche. Der Bundeskanzler hat eben ausführlich erklärt, wie er sich seinen Deutschlandpakt vorstellt. Und wir haben einen Entwurf der Bundesregierung zum Haushalt vorliegen. Wir diskutieren seit 9 Uhr und ich will mit einem Zitat von Helmut Schmidt beginnen, das da lautet: Demokratie und Streit gehören zusammen. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und darum ist es gut, dass wir hier diese Debatte führen. Diese Debatte, die der traditionelle Schlagabtausch zwischen den Regierungsfraktionen, der Koalition und der Opposition ist. Und diesen Streit brauchen wir in unserem Land, den brauchen wir ganz dringend, weil unsere Demokratie aufgrund der großen multiplen Krisen unter Druck ist. Und ich verstehe diesen Streit mit der demokratischen Opposition vor allem als ein konstruktives Ringen um den besten Lösungsweg für die Herausforderungen unserer Zukunft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 9 Uhr dabei und ich bin ein Stück weit enttäuscht, ob der Vorschläge, die aus der Opposition kommen, um das Ringen für die besten Lösungen. Denn wir diskutieren seit 3 Stunden und ich muss sagen, wo bleibt denn in diesen Momenten, wo die Gesellschaft so unter Druck ist, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt so unter Druck ist, die Vorschläge der Linken? Frau Med Ali, Sie haben geredet von ganz vielem, was ganz schlecht ist. Ich will auch jetzt meine Redezeit nicht dafür aufwenden, welche Zahlen Sie kreativ interpretiert haben. Aber ich habe nicht einen einzigen konkreten Vorschlag, nicht einen einzigen Vorschlag, was geändert werden müsste. Und die Rufe aus der Union, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch bemerkenswert. Das Wort Popanz, das der Kanzler gegriffen hat, trifft es, glaube ich, ganz gut. Denn der einzig konkrete Vorschlag, den ich bei Herrn Merz gefunden habe, ist, die Kindergrundsicherung und das GEG zu stoppen. Ansonsten wird alles schlecht geredet, aber es kommt kein konstruktiver Vorschlag, auch nicht von Herrn Dobrindt. Herr Dobrindt, Sie haben Ihre Rede eingeleitet mit: Die Menschen wollen Antworten. Aber Antworten habe ich nicht gefunden. Mich würde eine Antwort von Ihnen interessieren: Wie viele der Sondervermögen, die Sie beklagt haben, in wie vielen der Sondervermögen hat die Union eigentlich zugestimmt? Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, hat sie allen Sondervermögen zugestimmt, die wir in diesem Haushalt gerade vorliegen haben, oder ist mir eins entgangen, dem Sie nicht zugestimmt haben? Und Herr Frey, wenn Sie fragen, ob Deutschland der Kranke, oder der Economist schreibt, Deutschland wäre der kranke Mann Europas, dann drängt sich mir erstmal der Eindruck auf, dass der Economist vielleicht einmal mehr, ein zweites Mal zu dieser Frage kommt, weil wir eine so lange CDU-geführte Kanzlerschaft hatten, in der die ganzen Zukunftsfortschritts-, Modernisierungsanliegen so ausgebremst worden sind, dass wir in diesen Krisen jetzt mit richtig viel Tempo da reingehen müssen, aber die Aufgaben eben besonders groß sind. Meine Damen und Herren, Demokratie und Streit gehören zusammen, und darum werden wir jetzt beginnend in dieser Woche mit den Haushaltsberatungen gucken, wie wir einen guten Regierungsentwurf noch besser machen können, einer, der nicht einfach ist, aber als selbstbewusstes Parlament, nicht als Vollzugsorgan, sondern als Auftraggeber an die Regierung, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, und davon bin ich überzeugt, die Vereinbarung gibt es unter den Haushälterinnen und Haushältern bereits, relativ geräuschlos, vielleicht vollkommen geräuschlos vereinbaren, an welchen Stellen wir noch Änderungen vornehmen werden. Wir werden das sachlich, an der Sache konstruktiv diskutieren, unaufgeregt. Und ich will abschließend mit einem Wunsch, den ich an dieser Stelle als Parlamentarierin auch noch an das Kabinett formulieren möchte: Die Geräuschkulisse auf Twitter oder X sollte aus Regierungskreisen meines Erachtens auch ein bisschen leiser und vor allem von kürzerer Dauer werden. Denn die öffentliche Auseinandersetzung, die wir brauchen, den Streit, den wir brauchen, der gewinnt dann, wenn wir Gesetzesentwürfe vorliegen haben, wenn Konzepte ausgeschrieben sind, weil wir dann sachlich diskutieren können. Herzlichen Dank.
Frau Wiebke Esker war das für die SPD-Fraktion. Sitzt sie im Haushaltsausschuss, der ja dann in den kommenden Wochen und Monaten dieses ganze Werk nochmal an allen Posten prüft und natürlich das ein oder andere noch verändern kann. Und interessant, was Wiebke Esker gesagt hat, dass es anscheinend eine Vereinbarung zwischen den Haushältern gibt, diese Beratung doch geräuscharm zu machen und diese Diskussion eher im Inneren zu führen. Da sind wir mal gespannt. Erreicht wird und wenn sich negative Dynamiken beschleunigen. Ich frage mich, haben wir auch gesellschaftlich einen Kipppunkt erreicht? Angriffe auf unsere plurale Gesellschaft haben in den letzten Jahren zugenommen. Vorfälle rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt sind auf einem Höchststand. Lehrerinnen, die rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule melden, werden bedroht. Antisemitische Schriften werden verharmlost und bleiben folgenlos. Nöte und Krisen werden gezielt instrumentalisiert und das häufig auf dem Rücken von marginalisierten Gruppen, ob in der Corona-Pandemie oder der Energiekrise. Geringverdienende, arbeitslose Menschen und Geflüchtete dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Was bedeutet die Überschreitung dieses Kipppunktes für unsere Demokratie? Die Grenzen des Sagbaren werden immer weiter verschoben. Friedrich Merz wetterte diese Woche, Kreuzberg sei nicht Deutschland. Dieser blanke Populismus negiert nicht nur die Vielfalt in Deutschland, sondern würdigt auch all die Menschen herab, die Deutschland als ihr Zuhause begreifen und Teil dieser Gesellschaft sind. Durch solche Diffamierungen werden sie als Fremde markiert, abgewertet und ausgegrenzt. Rassismus bedroht nicht nur unsere Demokratie insgesamt, sondern diese Menschen ganz konkret. Auch ihre Ängste und Sorgen müssen zählen. Gewalt und Hetze dürfen nicht normalisiert werden. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich in unserer demokratischen Zivilgesellschaft engagieren. Tausende Vereine und Initiativen stellen sich demokratiefeindlichen Tendenzen entgegen. Sie setzen sich für eine vielfältige Gesellschaft ein und eine starke, wehrhafte Demokratie. Denn als Gesellschaft tragen wir die Verantwortung, Hass und Rechtsextremismus den Nährboden zu entziehen. Im Alltag, in unseren Institutionen, in unseren Parlamenten, in den Kommunen, in den Ländern, aber auch direkt aus dem Kanzleramt heraus. Die Schaffung des Amtes der Antirassismusbeauftragten war ein wichtiger Schritt, um Rassismus endlich koordiniert und strukturell bekämpfen zu können. Doch der Haushalt und die Politik müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Verantwortung des Bundes für Integration und zur Bekämpfung von Rassismus und Extremismus muss im Etat finanziell unterlegt werden. Es wäre fatal, genau jetzt nicht in diese Maßnahmen zu investieren. An einem Kipppunkt verfestigen und beschleunigen sich negative Dynamiken. Wir müssen jetzt dagegenhalten. Geschlossen und solidarisch. Vielen Dank. Das Wort hat Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sepp Müller ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Generaldebatte zum Kanzleretat unterhalten wir uns auch über Ostdeutschland, da der Staatsminister für Ostdeutschland sein Etat auch mit einbringt. Gut ist, dass wir in der Großen Koalition gemeinsam vereinbart haben, ein Zukunftszentrum Deutsche Einheit auf den Weg zu bringen. Gut ist auch, dass die Entscheidung gefallen ist. Gut ist, dass nach Halle-Saale das Zukunftszentrum Deutsche Einheit kommen wird. Dafür danke ich Ihnen herzlich, dass das auf den Weg gebracht wird. Im Zukunftszentrum Deutsche Einheit werden wir auch über Transformation reden. Transformation im europäischen Rahmen, weg von der Planwirtschaft, hin zur sozialen Marktwirtschaft. Interessant dabei ist aber, dass man aktuell das Gefühl haben muss, dass diese Bundesregierung die Rolle rückwärts antritt. Weg von der sozialen Marktwirtschaft,
hin zur Planwirtschaft. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Herr Wirtschaftsminister Habeck garantiert eine Einspeisevergütung für Solarstrom von 8 Cent pro Kilowattstunde. Auf der anderen Seite fordert der sogenannte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Industriestrompreis von 4 Cent die Kilowattstunde. Haben Sie das gemerkt? Einspeisevergütung 8 Cent, auf der anderen Seite 4 Cent Industriestrom. Das erinnert irgendwie an unsere ehemalige DDR. Dort hat man hinten an dem Konsum, einen kleinen Supermarkt, für viele Pfennig Eier verkauft und ist vorne hingegangen und hat an der Kasse für deutlich wenig Pfennige diese Eier wieder zurückverkauft. Herzlichen Glückwunsch, wir sind auf dem Weg in die Planwirtschaft. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es auch richtig, dass wir das Zukunftszentrum Deutsche Einheit auf den Weg bringen. Beim Zukunftszentrum Deutsche Einheit werden wir uns sicherlich auch über Energiewirtschaft unterhalten. Wir brauchen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 366 Tage im Jahr grundlastfähigen Strom. Und ich sage das eindeutig hier. Dazu gehört die Kohleverstromung bis ins Jahr 2038 dazu. Herr Bundeskanzler, befähigen Sie endlich Ihre Regierung, das auch auszusprechen und das nicht nur Ihrem Oststaatsminister zu überlassen. Und diese Verstromung von Kohlestrom, liebe Grünen, das geht auch klimafreundlicher. Das Stichwort lautet Technologieoffenheit. Wir können CO2 nutzen. Wir können CO2 nutzen, anstatt es zu verteufeln. Das geht bereits technisch. Und was haben wir als Unionsfraktion gemacht? Wir haben ein Positionspapier zur CCS, CCU auf den Weg gebracht und haben Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, CO2 zu nutzen. Was hat die Streitampel gemacht? Diesen Gesetzentwurf abgelehnt. Sie sehen also, es geht nur um grüne Ideologie und nicht um Klimapolitik. Bleiben wir bei der Grundlastfähigkeit. Die Unionsfraktion fordert seit Monaten, die Atomkraftwerke, die letzten drei, weiterlaufen zu lassen. Wir müssen doch in dieser Energiekrise alles am Markt halten. Wir haben Ihnen nicht nur Anträge dazu vorgelegt, sondern auch einen Gesetzentwurf. Wo ist die Zusammenarbeit, die von Ihrem Bundeskanzler gefordert ist? Was hat die Ampel, die Streitampel gemacht? Diesen Gesetzentwurf abgelehnt. Wenn wir über Ostdeutschland reden, dann reden wir auch über ein kleines Länzchen Industrie. Und da gehört zum Beispiel die Raffinerie in Schwedt dazu. Sie werden, und das ist vielleicht auch wichtig im Zukunftszentrum Deutsche Einheit sich anzuschauen, Physikunterricht war da sehr gut gewesen, Sie werden die Regeln der Physik nicht außer Kraft setzen können. Durch das kleine Rohr, die Pipeline zwischen Rostock und Schwedt, kann nicht zu viel Öl gehen, damit diese Raffinerie zu 100% versorgt ist. Wir haben Ihnen den Vorschlag hier gemacht, eine zweite 40 Zentimeter Pipeline zu bauen, damit diese Raffinerie nicht nur mit Öl versorgt werden kann, sondern damit wir auch Wasserstoff transportieren können. Was hat die Streitampel gemacht? Unseren Antrag abgelehnt. Sie streiten nur, sie reichen nicht die Hände, sie sind das Gegenteil von Fortschritt, sie sind abgewandt und die Rückschrittskoalition. Und wenn wir uns Transformation anschauen, und das möchte ich noch mal Richtung FDP sagen, liebe Kollegen, dann reden wir auch über Reparationszahlungen, Zukunftszentrum Deutsche Einheit. In der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone hat man 2000 bis 2400 wichtigste und bestausgerüstete Betriebe als Reparationszahlung auf den Weg gebracht. Fast 12.000 Kilometer Eisenbahnschienen wurden abgebaut und in die Sowjetunion gebracht. Bis 1953 hat die ehemalige sowjetische Besatzungszone und DDR die höchste Reparationszahlung auf den Weg gebracht. Was macht Ihre Ampelregierung? 144 Straßenbauprojekte sollen beschleunigt werden, davon nicht eines in Ostdeutschland. Das habe ich bereits im März kritisiert. Und da kam aus Ihrer Fraktion, liebe Freie Demokraten, die Frage, warum nur? Ich empfehle Ihnen, gehen Sie ins Zukunftszentrum, wenn es gebaut ist. Schauen Sie sich das an. Für die Zukunft der Deutschen Einheit ist mir nicht bange, sondern ich bin sicher, mit den Vorschlägen der Unionsfraktion gibt es eine gute Zukunft für Deutschland, für die Deutsche Einheit. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Sepp Müller war das für die Unionsfraktion, aber er hat auch gewürdigt, dass der Ostbeauftragte beispielsweise sich auch dafür eingesetzt hat, dass ein Zukunftszentrum Deutsche Einheit entsteht. Halle hat im April den Zuschlag dafür bekommen. Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit in Halle, das soll Erfahrungen und Leistungen der Menschen im Osten sichtbar machen, ein Ort der Wissenschaft und Kultur. Der Neubau soll dann ab 2028 eben auch als Museum und Wissenschaftszentrum fungieren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kultur und Medien sind die tragende Säule unserer Demokratie. Dazu haben wir heute schon einiges gehört. Sie sorgen für Austausch und Dialog und sind damit entscheidend für den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft. Die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen und den vielen geschlossenen Kultureinrichtungen hat gezeigt, wie stark sich Einschränkungen auswirken. Deswegen bin ich froh und erleichtert, dass es uns im Haushaltsentwurf 2024 gelungen ist, den Kulturetat auch trotz der Haushaltskonsolidierung und der Einsparungen und der Einsparvorgaben stabil zu halten. Stabil auf dem erhöhten Niveau der Nach-Corona-Jahre. Für das kommende Jahr planen wir mit 2,15 Milliarden Euro. Das, meine Damen und Herren, ist ein klares Signal. Es zeigt, wie ernst es uns damit ist, Kultur und Medien als Stabilitätsanker unserer demokratischen Gesellschaft zu verstehen. In Kürze werden wir neue Zahlen haben zur sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler. Wichtig ist jetzt, dass im Haushalt die Tarifsteigerungen abgedeckt werden, damit diese nicht zulasten der Kultureinrichtungen oder des Programms gehen. Aber letztlich müssen alle, die mit Kunst, Kultur und Medien ihr Geld verdienen, davon gut leben und auch vorsorgen können. Darum werden wir uns weiter kümmern. Ich bin direkt gewählte Abgeordnete aus Brandenburg, aus einer sehr ländlich geprägten Region. Jeden Tag erlebe ich, wie wichtig es ist, Austausch zu ermöglichen, faktenbasiertes Wissen für alle erreichbar zur Verfügung zu stellen, in die politische Bildung auch der Erwachsenen zu investieren und für Gerechtigkeit und soziale Sicherheit zu sorgen. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Kultur für alle. Mit dem Kulturpass für alle 18-Jährigen überall im Land, den wir ganz konkret den Zugang zu Kultur gerade nach der Pandemie ebnen. Genau. Wir investieren massiv in die Kulturfonds und in die freie Szene, um kulturelle Angebote überall im Land zu ermöglichen. Wir stocken massiv auf den Fonds Darstellende Künste, die Literatur, die Soziokultur. Der Amateurmusikfonds zeigt exemplarisch, dass wir die Vielfalt der Kultur im Land im Blick haben. Neben den großen Häusern und den bundesweiten Festivals haben wir zum Beispiel auch den Karneval und den Zirkus im Blick. Hier wird ein breites Publikum erreicht, das sich vielleicht nicht selbst als kulturinteressiert bezeichnen würde, aber ja, auch Zirkus und Kultur. Auch Zirkus und Karneval, meine Damen und Herren, sind Kultur. Die Kultur im ländlichen Raum unterliegt besonderen Herausforderungen. Die Angebote sind weit verteilt. Vernetzung und gegenseitige Unterstützung sind notwendig. Das fördern wir etwa über die Kulturstiftung des Bundes. Der Zugang zu kulturellen Angeboten und verlässlichen Informationen muss überall im Land gleichermaßen gewährleistet sein. Deshalb sorgen wir dort, wo es in die Zuständigkeit des Bundes fällt, für gute Rahmenbedingungen für starke Bibliotheken. Wir werden auch weiter in die Erinnerungskultur investieren und einen Beitrag damit zur Aufarbeitung und Versöhnung leisten. Als Vorsitzende des Bundesverbandes der deutsch-polnischen Gesellschaften ist es mir sehr wichtig, dass wir uns intensiver mit unserem Nachbarland Polen und unserer gemeinsamen Geschichte auseinandersetzen. Ich freue mich, dass in der vergangenen Woche das Eckpunktepapier für das deutsch-polnische Haus vorgestellt werden konnte. Meine Damen und Herren, Kultur und Medien sind grundlegend für unsere demokratische Gesellschaft. Der vorliegende Haushaltsentwurf bildet diese Priorität ab. Lassen Sie uns dieses starke Signal gemeinsam aussenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt hier Simona Koss für die SPD-Fraktion.
Und ihr folgt jetzt am Rednerpult Stefan Seidler. Er ist fraktionslos hier im Bundestag und der einzige Abgeordnete für den Südschleswigschen Wählerverband. Liebe Kolleginnen und Kollegen, halten Sie sich fest, denn für mich glich dieser Haushalt ein wenig eine Achterbahnfahrt. Mal ging es schnell aufwärts und mal ein tiefer Sturz. Und dass mein Blick zunächst auf die Finanzierung der nationalen Minderheiten und den dazugehörigen Organisationen landete, überrascht Sie hoffentlich nicht. Und hier schien auch soweit alles in Ordnung. Die Unterstützung der Sinti und Roma, die Friesen und die Saterfriesen sind von Kürzungen verschont geblieben. Dafür erstmal ein nordfriesisches Folietunk, liebe Frau Roth. Nur meine Leute, die Dänen, die kann ich nicht finden. Das bereitet mir ein wenig Bauchschmerzen, besonders wenn ich mir angucke, wo die Bundesregierung sonst klare Einsparungen plant. Beim BMI sollen unter anderem 30% der Zuschüsse des Minderheitensekretariates weggestrichen werden. Ebenso düster sieht es bei den Mitteln für die Unterstützung der Gremien unserer nationalen Minderheiten und Regionalsprachen aus. Werden etwa die vorgeschlagenen Kürzungen von einem Drittel des Budgets des Niederdeutschsekretariates beschlossen, wird das fatale Folgen haben. Besonders die Jugendarbeit wird leiden, und die ist für das Fortbestehen der niederdeutschen Sprache essentiell. So lebe Lüdgeidert nicht. Muck de Platschmergers nicht noch lüder, als sie schon sind. Die Demokratie in Europa steht unter Druck. Ganz konkret müssen wir in Bayern allen Ernstes diskutieren, wie rechts ein Wirtschaftsminister sein darf und ob Antisemitismus Verjährungsfrist hat. Gerade jetzt sollten wir als Vorbild vorangehen. Und deshalb auch noch mal vielen Dank, Frau Roth, für Ihr klares Bekenntnis zur Demokratie und zur kulturellen Vielfalt. Lassen Sie mich hinzufügen, dass die Förderung von gesellschaftlicher Vielfalt durch Minderheiten und Regionalsprachen nicht von Konjunktur abhängig gemacht werden darf. Bei den Freiwilligendiensten sieht es auch nicht gut aus. 78 Millionen Euro sollen aus dem Etat des Bundesfamilienministeriums gestrichen werden. Damit fällt jede vierte FSJ- oder BFD-Stelle weg. Ich habe mich vor wenigen Tagen in einem AWO-Kindergarten in Kiel noch mal versichern können, wie wichtig diese Arbeit ist und wie wichtig der Freiwilligendienst für junge Menschen ist. Der FSJ setzt einen klaren Schwerpunkt auf persönliche Entwicklung. Und lassen Sie mich mit meinem norddeutschen Demokratieverständnis hier auch noch mal ganz klar sagen, gerade solche freiwillige Arbeit braucht es, wenn es in der Demokratie ein wenig kränkelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Einsparungen bei den Freiwilligendiensten nehmen wir vielen jungen Menschen die Möglichkeit, sinnstiftend etwas für die Gesellschaft zu tun. Und bei unseren Minderheiten und Regionalsprachen sparen wir an einem kleinen, aber tragenden Pfeiler unserer demokratischen Vielfalt. Beides finde ich bedenklich, und ich hoffe, dass wir hier noch gemeinsam daran arbeiten können. Vielen Dank. Darauf macht hier Stefan Seidler eben aufmerksam als einziger Abgeordneter des Südschleswigschen Wählerverbandes. Sitzt er hier im Bundestag. So, jetzt geht's weiter mit einem Redner aus den Reihen von Bündnis 90 Grünen. Das ist der Abgeordnete Stefan Seidler. Gelper, verzeihung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte über Ost und West reden. Zunächst, der Osten ist keine westdeutsche Erfindung. Der Osten ist aber eine zu einfache westdeutsche Schublade, und die gehört abgeschafft. Denn die Schublade, die quietscht, die spaltet und ist rissig. Jammerossis und Besserwessis, darüber sind wir hinweg. Der Osten ist rechtsradikal, das ist jedoch so ein weiteres falsches Bild. Oberfaschos wie Bernd Höcke sind zum Beispiel Westimporte. Und ein Hubert Aiwanger darf ungestört in der Regierung in Bayern weitermachen. Der Osten ist so bunt, wie der Westen auch so seine Ausfälle hat. Diese Schubladen helfen nicht und müssen also raus aus den Köpfen. Der Osten ist keine Abweichung von einer fiktiven Norm. Unfaire Unterschiede anzusprechen, wie bei Einkommen und Vermögen, das ist richtig, das ist der richtige Weg, und das macht diese Koalition. Die Koalition hat die Kindergrundsicherung, das Bürgergeld, die Rentenangleichung und den Mindestlohn vorangebracht bzw. erhöht. Das ist wichtig. Ebenso wichtig ist es, nachhaltige wirtschaftliche Strukturen zu schaffen. Klar, Tesla, aber eben nun auch Intel, Infineon, TSMC. Und ja, das bedeutet eben auch, dass Robert Habeck, dass diese Bundesregierung gewichtige Fördersummen nach Sachsen-Anhalt bringt. Wir
Wir brauchen moderne industriepolitische Kerne in Brandenburg, in Sachsen und so weiter. Von den Top 500 Unternehmen in Deutschland sind gerade einmal 42 im Osten angesiedelt. Das muss mehr werden. Und zum Thema Planwirtschaft, Herr Kollege, wer die Kohle bis 2038 sichern will, der ist ganz schön Planwirtschaft. Die eklatante Ost-West-Lücke, Lohnlücke von 13.000 Euro pro Jahr, die muss geschlossen werden. Dazu braucht es Tarifverträge, dazu müssen die Sonderzahlungen Ost und West gleich hoch sein. Und das sehe ich als eine vornehme Aufgabe des Ostbeauftragten, das anzugehen. Einen gesamtdeutschen Diskurs will ich nochmal ansprechen. Das ist ein richtiges, wie wohl anspruchsvolles Ziel. Im Osten zum Beispiel gibt es keine emotionale Westbindung, zum Beispiel Richtung USA. Deswegen muss exakter informiert werden. Die Vorsitzende der Linksfraktion hat hier heute zum Beispiel gesagt, dass die russische Wirtschaft wachse, die Sanktionen also nicht verfangen würden. Und dieser Gedanke, der verfängt natürlich wiederum. Aber das unterschlägt, dass dieses Wachstum, können Sie nachlesen, dass dieses Wachstum auf einer massiven Ausweitung der Kriegswirtschaft beruht. Das sind also Panzer, Munition, Uniform, Medizin. Der russische Staatshaushalt derweil, der dreht hart ins Minus. Und deswegen gilt es, informieren, einzuordnen, auch falschen Informationen entgegenzutreten. Und deswegen müssen wir bürgerschaftlichen Engagement entgegentreten. Das ist deswegen ein letztes Wort. Wir müssen im Westen auch für den Osten interessieren. Deswegen reicht ein deutsch-französisches Jugendticket nicht mehr. Genauso notwendig ist ein deutsch-polnisches oder ein deutsch-tschechisches Jugendticket. Es ist viel zu tun. Vielen Dank. Stefan Gelper war das für die Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat der Abgeordnete Matthias Helferich. Er ist einer der fraktionslosen Abgeordneten, die hier im Deutschen Bundestag sitzen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Staat ist nicht nur eine kluge Veranstaltung zum Schutz der Individuen gegeneinander, wie es Nietzsche ausführte, und er geht auch über den Zweck der rational organisierten Selbsterhaltung, so Gehlen eines Volkes, hinaus. Der Staat ist, zumindest seinem Ideal nach, der vitale Garant einer Gemeinschaftsordnung, die auf Identität und Solidarität fußt, wie ihn der Publizist Benedikt Kaiser charakterisierte. Aber was passiert, wenn Identität und Solidarität nicht ineinander greifen, erleben wir alljährlich bei den Haushaltsberatungen. Seit 2010 musste unser Volk bis zum heutigen Tage 132 Milliarden Euro für ausländische Sozialleistungsbezieher zahlen. Zu keinem Zeitpunkt in der deutschen Geschichte finanzierten wir mehr ausländische Kinder als heute. Deutsches Geld für Millionen fremde Kinder. Jede staatliche Solidargemeinschaft braucht einen identitären Kitt, der es erst ermöglicht, füreinander einzutreten. Indem Sie die Massenzuwanderung weiter befeuern, befeuern Sie auch den Niedergang unserer Sozialstaatlichkeit. Und der Finanzminister, der hat recht, wenn er sagt, dass die Luft immer dünner wird. Sie wird immer dünner für Einheimische in unserem Land. Jeder Blick in den Einkaufskorb, auf die Stromabrechnung, auf die Tankquittung löst immer bei immer größeren Teilen unseres Volkes Verzweiflung, Wut und Hoffnungslosigkeit aus. Und Herr Audrich, es interessiert sich auch keiner im Lande für die sinistren Inhalte von Aiwanger Schulranzen. Die Leute interessiert, was sie noch in der Brieftasche haben. Und da wundern Sie sich ernsthaft noch, dass zwei Drittel der deutschen Wähler die Bundesregierung ablehnen. 818 Millionen Euro für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 93 Millionen Euro mehr zum Vorjahr. 34 Millionen Euro für ihr Heer aus Integrations- und Antirassismusbeauftragten. Und was ist für die Einheimischen vorgesehen, die ihre Menschheit durchfüttern sollen? Sie müssen sich von einer vorlauten Frau Furutan anhören, dass Deutschland niemandem, aber vor allen Dingen nicht den Deutschen gehört. Das ist aber immer noch unser Land, und immer mehr Teile unseres Volkes erkennen das und erkennen auch, dass es Zeit ist, ihre Stimme zu erheben. Die AfD wird Identität und Solidarität, oder wie Frau Baerbock sagen würde, Solidarität wieder ins Gleichgewicht bringen. Kümmern Sie sich weiterhin um die Menschheit, wir kümmern uns um Deutschland. Vielen Dank. Matthias Helfrich war das, einer von insgesamt 6 fraktionslosen Abgeordneten derzeit im Bundestag. Für die AfD ist er einstmals hier ins Parlament eingezogen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Bei den Haushaltsberatungen über den Etat des Bundeskanzlers möchte ich zuerst einen Blick auf den Bereich Kultur werfen. Bereits zur Halbzeit scheint hier leider die Puste auszugehen. Die Ambitionen und der Gestaltungswille in diesem Bereich, die so dringend nötig wären, sind im Kulturbudget kaum zu erkennen. Die Pressemitteilung der BKM vom Juli mag uns 111 Millionen Euro mehr im Kulturhaushalt versprechen, frei nach dem Motto: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Im Vergleich schaut man sich das mal genauer an. Zwischen den Etatentwürfen 2023 und 2024 sehen wir einen Rückgang um 43 Millionen. Weitere wichtige Vorhaben im Kulturbereich liegen brach. Ein besonders frappierendes Beispiel ist die Situation der Filmförderung. Die deutsche Film- und Fernsehwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen. Die Kosten steigen und die Branche erwartet zu Recht eine Reform. Wichtig ist die Betonung auf Reform, die deren Weiterentwicklung fördert. Im Entwurf steht eine Kürzung, und ich möchte hier darauf hinweisen, es geht nicht immer nur um Geld. Manchmal geht es einfach darum, dass man Reformprozesse anschiebt, auch als Ampel. Jetzt sagt die Kulturstaatsministerin im Februar, wir werden damit anfangen, ein Gesetzgebungsverfahren starten. Der Bundeskanzler sagt, im nächsten Jahr wird entschieden. Es ist höchste Zeit, dass endlich echte Schritte unternommen werden, um die Filmwirtschaft zu stärken und nicht zu schwächen. Ein weiteres Versprechen, das ins Leere zu verhallen scheint, betrifft den Vertrieb von Presseerzeugnissen. Im Koalitionsvertrag wurde zugesichert, eine flächendeckende Versorgung mit Presseprodukten sicherzustellen. Doch seit 2 Jahren warten wir vergeblich auf konkrete Maßnahmen oder Reformen, die diese Versorgung gewährleisten sollen. Die Bundesländer wie Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen und Schleswig-Holstein unterstützen das Vorhaben. Es ist enttäuschend zu sehen, wie wenig Interesse hier an der Unterstützung eines lebendigen und vielfältigen Medienumfeldes besteht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als konstruktive Opposition möchte ich auch erwähnen die wenigen positiven Aspekte, die von der Ampelkoalition umgesetzt wurden oder in dem Fall eher nicht umgesetzt wurden. Während der letzten Beratungen haben wir eine Debatte über die Kuppelinschrift am Berliner Schloss geführt. Die ursprünglichen Pläne der Bundesregierung sahen vor, diese Inschrift zu überblenden. Hier gebührt Frau Roth unser Dank dafür, dass sie von diesem Vorhaben Abstand genommen hat. Schon in meiner vorherigen Rede habe ich darauf hingewiesen, dass die Kosten für diese Überdeckung ja nicht feststehen würden. Und nun wissen wir, diese Überblendung hätte alleine 700.000 Euro verschlungen. Also danke schön, dass Sie an dieser Stelle einsparen. Für uns als Union ist ein Thema ganz wichtig in Zeiten der Flucht und Vertreibung. Es ist für uns unverständlich, warum die Förderung zur baulichen Notsicherung von Schloss Steinort nicht fortgeführt wird. Wir hatten immer über alle Fraktionsgrenzen hinweg uns für die Sanierung eingesetzt, und ich fände es schön, wenn wir da in den Haushaltsberatungen noch mal draufschreiben. Neben dem Bereich Kultur gehört natürlich zum Etat Bundeskanzleramt auch der Erweiterungsbau des Bundeskanzlers. Schön, dass Sie da sind, Herr Bundeskanzler. Schauen wir uns das mal genau an. Ihr Bundesfinanzminister hat von diesem Bau Abstand genommen, zumindest medienmäßig. Und der Erweiterungsbau des Bundeskanzlers wird derzeit noch mit 777 Millionen Euro geplant. Der Bundesrechnungshof geht schon jetzt davon aus, dass dieser Kostenrahmen nicht gehalten werden kann. Und ich bin gespannt, ob es jetzt schon Makulatur ist. Und das werden sicherlich auch die kommenden Haushaltsberatungen zeigen. Und wir sind alle gespannt auf den Bericht Ihres Amtes zum Fortschritt des Baus und zu den zukünftigen Kosten, die damit verbunden sind. Eines steht nämlich hier jetzt fest. Die Entscheidung zur Fortführung dieses Bauvorhabens sendet ein Signal aus, dass die Zeitenwende, die von Ihnen immer bedient wurde, nicht ernst genommen wird in Ihrem eigenen Etat. Und heute haben wir gelernt, es gibt einen neuen Begriff, den Deutschlandpakt, Herr Bundeskanzler. Das ist das Neue, was wir bedienen wollen. Ich habe mir das mal etwas angeguckt. Der erste Punkt im Deutschlandpakt ist Pakt für Planung, Genehmigung und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern. Und jetzt kann man sich Unterpunkte anschauen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dabei soll auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Und der Bund und die Länder sollen enger miteinander zusammenarbeiten. Wie passt es dazu? Oder haben Sie das geschrieben, bevor Sie mit dem Finanzminister in die Haushaltsberatung gegangen sind, dass Sie im Kanzleramt eine Kürzung im Titel Stärkung der Datenkompetenz des Kanzleramtes vornehmen? Ich kann auch in anderen Einzelplänen etwas dazu finden. Bei der digitalen Infrastruktur und Verkehr, Einschnitte im Bereich digitale Verwaltung, Kürzungen im Bereich Innen- und Heimat, kommt es zu Kürzungen in diesem Bereich und natürlich auch
Die Bildungs- und Forschungsministerin ist da im Einzelplan Bildung und Forschung, innovative Softwaresysteme, da kommt es zu Kürzungen bei künstlicher Intelligenz, IT-Infrastruktur im Bereich künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir das eigentlich nicht vor, ein Pakt für Deutschland, der digitalisieren soll und überall da, wo ich KI finden kann, in einzelnen Einzelplänen kürzen Sie. Ich finde das sehr schade. Sie kündigen nur an, aber Sie setzen nicht um und nicht mal in den Bereichen, wo Sie als Regierung wirklich die Möglichkeit haben, in diesem Entwurf. Ich setze meine Hoffnung jetzt auf die Kollegen von der Ampel und auf unsere gemeinsamen Haushaltsberatungen, dass wir da noch einiges zum Guten wenden können. Dankeschön. Kerstin Radomski war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und einen Redner haben wir jetzt noch zum Abschluss dieser Generaldebatte. Das ist Erhard Grundl für die Grünen. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für die alte Synagoge in der Reichenbachstraße in München konnte im Juni das Richtfest gefeiert werden. Der Wiederaufbau dieser Synagoge ist bemerkenswert. Die Stadt München, der Freistaat Bayern, die Bundesregierung und ein unglaubliches Engagement aus der Gesellschaft heraus hat diesen Wiederaufbau möglich gemacht. Diese Synagoge ist Zeugin deutscher Geschichte. Und Geschichte erledigt sich nicht. Bayerns Ministerpräsident Söder hat kürzlich ein antisemitisches Flugblatt aus dem Schulranzen seines Stellvertreters als besonders eklig bezeichnet. Als ginge es hier um eine Geschmacksfrage. Der Umgang mit menschenverachtenden Machwerken ist keine Geschmacksfrage. Unsere gemeinsame Erinnerungspolitik ist eine der bedeutendsten Errungenschaften der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Erinnerungskultur ist nicht ohne Selbsterkenntnis und der Übernahme von Verantwortung möglich. Wir haben uns bisher gemeinsam dieser Verantwortung gestellt. Zur Erinnerungskultur gehört natürlich die Erkenntnis, dass die deutschen Nationalsozialisten 1933 nicht von irgendwoher oder von einem Raumschiff heruntergebeamt wurden. Und natürlich auch die schmerzliche Erkenntnis, heute mehr denn je, dass das nationalsozialistische, rassistische und antisemitische Gedankengut 1945 eben nicht für immer besiegt wurde. Es geht immer um mehr als um den Blick zurück. Aktive Erinnerungskultur richtet sich auf Gegenwart und Zukunft. Sie sucht nach weltanschaulichen Kontinuitäten, sie schließt Wissenslücken und sie steht derzeit vor großen neuen Aufgaben. Es geht um Geschichtsvermittlung in unserer Einwanderungsgesellschaft. Es geht darum, bewährte Programme wie Jugend erinnert zu stärken. Es geht um die Restitution von NS-Raubgut aus jüdischem Vorbesitz und die Stärkung der Rechte der Nachkommen. Es geht darum, neue Formate zu finden für die Zeit, in der uns die Zeitzeuginnen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen nicht mehr zur Seite stehen. Es geht um die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen, um die Restitution von Raubgut aus kolonialem Kontext und die Rückgabe von menschlichen Gebeinen. Umso wichtiger ist es, dass der Kulturhaushalt 2024 auf hohem Niveau stabil ist. Umso wichtiger ist es, die Erinnerungskultur weiter zu stärken. Ich hoffe darauf, dass dieses Anliegen ohne Abstriche Regierung, Linke und Union im Deutschen Bundestag eint. Herzlichen Dank. Erhard Grundl war das, der letzte Redner hier in der Generalaussprache. Gut 4 Stunden oder fast genau 4 Stunden, muss man sagen, gab es hier diesen Schlagabtausch zum Etat des Bundeskanzlers und Bundeskanzleramtes, rein formal ja, obwohl der weniger als 1% des Gesamthaushaltes ausmacht. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat den Bundesländern, den Kommunen und der demokratischen Opposition einen sogenannten Deutschlandpakt heute vorgeschlagen, also eine beschleunigte Modernisierung des Landes. Der Oppositionsführer Friedrich Merz, der aber vor ihm übrigens sprach, der hat die Politik der Ampel zumindest einmal massiv kritisiert und hat Scholz auch vorgeworfen, die Zeitenwende, die er selbst ausgerufen hat, nicht mit Leben zu füllen. Beispielsweise hat Merz gewarnt vor einer Unterfinanzierung der Bundeswehr. Das